Hallo und herzlich willkommen zu Space Engineers Survival. Wir haben mit Moria einen richtig schönen Krater und einer Projektion, was ihr auch oben rechts sehen könnt, schön freigeschaufelt und fallen ins Loch und kriegen ein bisschen Schaden und werden uns jetzt darum kümmern, einen Drucker zu bauen. Doch zuerst möchte ich nochmal vielen Dank sagen für die ganzen Abonnenten, Kommentare und Likes, die ihr immer da lasst. Doch leider ist immer noch eine hohe Anzahl an Viewer kein Abonnent und mit einem kostenlosen Abo könnt ihr mich einfach unterstützen. Das würde mir auf jeden Fall bei meiner Arbeit sehr helfen. Und nun wollen wir uns darum kümmern, einen Drucker zu bauen. Das heißt, wir werden ein paar Förderbandleitungen brauchen. Und ich habe dafür hier schon nochmal so einen kleinen Tunnel gebaut zu der Förderbandweiche. Und wir werden dann hier eine Kurve einbauen und werden wir hier gerade gehen, bis wir dann da hinten rauskommen. So, dann müssen wir noch ein bisschen. Ich habe hier einen Block gesetzt, wo ich anfangen möchte. Da setzen wir eine Weiche. Wo ist sie? Da ist eine Weiche. Und dann werden wir hier überall T-Stücke verbauen, um da nachher die Schweißgeräte dran zu setzen. Da setzen wir nochmal eine Weiche. Und dann kommen hier unsere Schweißgeräte. Brauchen wir noch ein bisschen Materialien für. Aber das, was wir im Inventar haben, brauchen wir nicht wegtun. Das können wir hier dann nochmal verbauen. Ja, machen wir das einfach hier. Schon ist unser Inventar leer. Dann brauchen wir Stahlplatten. Und dann können wir die Schweißgeräte verbauen. Die werden wir dann hier an diesen T-Kreuzungen hinsetzen. Manchmal passiert das, dass er das nicht platzieren will, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist meistens nur Gestein, was im Weg ist. Wenn wir das weg haben, sollten wir das Ganze setzen können. Und das sollte fast reichen. Wir nehmen noch eine Reihe dazu. Und damit haben wir das. Und dann werden wir die ganzen Schweißgeräte hier nochmal ein bisschen verankern, denen ein paar Ankerpunkte geben. Das ist lediglich, falls ich nachher hier die Weiche trenne oder die Weiche da hinten und die hier das Ganze dann einen Satz nach unten macht, haben wir zur Sicherheit hier noch ein paar Ankerpunkte. Und somit sind jetzt die Schweißgeräte auf einem Level wie unser Weg hier drüben. Und dann können wir das Ganze hier nochmal entfernen. Wenn daraus, das müsste eigentlich halten, auch nochmal einen großen Block machen, haben wir da auch nochmal einen zusätzlichen Ankerpunkt. Und dann hier kleine Platten drum. Müssen nachher mal gucken, ob das ausreicht. Ansonsten werden wir die Schweißgeräte noch ein bisschen erweitern, aber das sollte erstmal kein Problem sein. So. Und dann müssen wir das Ganze hier noch mit Stahlplatten auskleiden, damit wir auch darüber laufen können. So, dann werde ich das Ganze hier unten erstmal zusammenschweißen und die Schweißgeräte auch und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, dann haben wir unsere gesamte Förderbandleitung fertig und das erste Schweißgerät hier. Und wenn wir das Ganze jetzt anschalten, sollte es den Rest für uns quasi erledigen. Wir werden dazu die anderen Schweißgeräte einmal einschalten.
So, dann haben wir hier die ganzen Schweißgeräte. Die machen wir an. Und werden dann hier die Förderbandleitung bauen, weil das schafft es nicht. Die Materialien einmal für holen. Jetzt machen wir hier einfach die Reihe durch und die Schweißgeräte erledigen den Rest für uns, weil wir die alle eingeschaltet haben. Und wie wir sehen, beißen die sich jetzt alle selbst zusammen. Nach und nach. Und hier werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbessern müssen, aber nicht dramatisch. Wir werden hier dann nochmal... Also ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr die, wenn ihr zu nah an die Schweißgeräte kommt. Ich kann das ja mal demonstrieren. Das geht relativ schnell. Da bekommt man relativ viel Schaden. Also nicht unbedingt anlassen und drauf treten, weil dann das werdet ihr nicht überleben. Deswegen holen wir uns jetzt etwas Energie und Leben wieder. So, genau. Denn unser... Wo habe ich das Survival Kit denn geparkt? Habe ich das letzte Mal überhaupt umgesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Wo ist mein Survival Kit? Okay, das habe ich wohl letztes Mal vergessen zu platzieren. Das heißt, wir werden hier eine Weiche setzen. Und dann das Überlebens-Survival-Kit. Daneben. Ja, das habe ich letztes Mal vergessen aufzubauen. Das heißt, wir hatten die ganze Zeit keinen Respawn-Punkt. Das ist natürlich sehr gut. Und Survival Kit bauen. Und nun haben wir wieder einen Respawn-Punkt. So, volle Energie. Das ist schon mal gut. Dann können wir weitermachen. Also wie gesagt, Vorsicht beim Betreten dieser Schweißfelder. Und im Großen und Ganzen ist das quasi auch unser Drucker. Und dann werden wir jetzt hier noch Fenster platzieren. Das heißt, wir nehmen das Survival Kit wieder raus. Suchen uns das große 3x3 normale Fenster. 2x3, na, wo haben wir das denn? Fensterrechteck 3x3. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch einen Scheinwerfer brauchen werde. Auf die Batterie. Wenn wir denn jetzt dieses große Fenster hier nämlich platzieren wollen, dann funktioniert das nicht, weil das hier keinen Ankerpunkt hat, wo es sich festsetzen kann. Aber dafür können wir einfach einen Scheinwerfer hier hinsetzen und können dann das Fenster darauf platzieren. Und hier werden wir 2x2 Fenster benötigen und Panzerglas. Wir brauchen eine ganze Menge an Panzerglas. Haben wir das hier schon drauf? Nein. Das heißt, es wird was produziert. Das ist schon mal gut. Aber es ist noch nicht in unserem Skript. Heißt, wir müssen kurz warten. Und da das so aussieht, als wenn das nicht passiert, müssen wir einfach mal 100 in Auftrag geben. Und dann sollte es gleich hier auftauchen. Bulletproof Glas, da haben wir es ja. Davon wollen wir immer haben 400 Stück. Und dann sollte das Ganze jetzt hier auch schon zusammengeschweißt sein, genau. Das heißt, wir können hier die nächste setzen. Und die nächste. Sobald das Panzerglas dann vollständig produziert ist, wird das auch aufgebaut. Das heißt, wir setzen hier ebenfalls noch einmal eine Lampe.
Und brauchen ein anderes Fenster, und zwar das 2x3. Das setzen wir dann hier ein. Und wir haben ein kleines Produktionsproblem offensichtlich. Wir haben nicht genug Silizium. Da müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Aber im Großen und Ganzen ist das hier jetzt der Drucker. Und wir werden jetzt eine Konstruktion bauen, die durch Kolben einen Projektor nach unten lässt, wo ein kleiner Block befestigt ist. Und dieser wird dann ganz langsam nach oben gehen und die Schweißgeräte werden das nach und nach aufschweißen. Das ist jetzt vielleicht erstmal schwer zu verstehen, aber ihr werdet es gleich in der Praxis sehen. Dennoch werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir Silizium bekommen. Es ist Nacht, das ist schon mal nicht so schön. Haben wir Silizium gefunden? Haben wir. Dann 2 Kilometer, das ist nicht so weit. Werden wir mal dafür sorgen, dass wir wieder Rohstoffe haben. Hier haben wir unser Silizium. Das sollte auch relativ leicht abzubauen sein. Es ist nicht so tief unter der Oberfläche. Warum ist es denn jetzt dahin gesprungen? Dann nehmen wir das da. Das ist auch kein Problem. Oh, wir haben hier sogar Eis. Das ist schon mal sehr gut. Und sollten wir jeden Moment auf Silizium stoßen. Da haben wir das Silizium. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal abbauen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Das heißt, wir fahren zurück zur Basis. Oh. Die Bremskraft etwas überschätzt. Zum Glück sind Bohrer sehr, sehr, sehr stabil. Die haben unseren Sturz abgefangen. Etwas zu schnell reingekommen. Da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt noch heil in die Basis zu bringen. Locken das Ganze. Und dann sollten wir nach und nach, hier wird schon geschweißt, die Panzerplatten kriegen. Oder das Panzerglas. Und während das zugange ist, werden wir uns ein bisschen Stahlplatten holen. Und werden die Apparatur bauen, um nachher dann hier runter senken zu können. Ich denke mal, wir werden hier irgendwo rauskommen wollen. Das heißt, wir werden wohl etwas höher sitzen müssen. Damit ich ungefähr weiß, wo die Mitte ist. Hier. Das heißt, wir sind gut dabei. Und werden genau hier unseren Kolben anbringen. Bei Kolben ist es ähnlich wie bei den Schweißgeräten. Wenn sie Gestein in der Nähe haben, mögen sie das gar nicht. Das heißt, wir machen hier ein kleines Loch rein. Machen das vielleicht nochmal ein bisschen größer. Wir können dann hier unseren Kolben draufsetzen. Andersrum natürlich. Ah, jetzt schweißen die gegen. Den Kampf werde ich verlieren. Das heißt, wir müssen die gleich nochmal ausschalten. Darauf werden wir einen Rotor setzen. Ja. Und hier werden wir den Kopf entfernen.
Diesen Rotor werden wir sperren. Und wir möchten einen kleinen Rotoraufsatz hinzufügen. Jetzt haben wir da so einen kleinen Kopf drauf. Darauf kommt dann der Projektor. Ein kleiner Block. Und das Ganze werden wir jetzt einmal zusammenschweißen. Und gucken, ob wir von der Höhe her hinkommen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Ich hätte zwar jetzt abzählen können, aber es sollte doch passen. So, dann brauchen wir jetzt noch unsere Kommunikationsteile. Wo finden wir sie? Da ist gerade was hinzugekommen. Radio Communication. Davon wollen wir bitte immer 35 haben. Setzt das Skript auch direkt um. Wir haben zu wenig Silizium. Aber unsere Raffinerien sind schon dabei, kommen nur nicht hinterher. Das ist okay. Und dann werden wir jetzt einmal testen, ob das Ganze ausreicht. Reicht leider nicht. Das ist aber nicht dramatisch. Das heißt, wir können auch mit dem vollen Umfang arbeiten. Das heißt, wir ziehen das Ganze hier wieder zurück. Und setzen hier einfach noch zwei, drei Blöcke oben drauf. Sollte das Ganze eigentlich ausreichen. Gucken wir nochmal. Müssen ganz nach unten fahren. Passen diesmal ein bisschen auf. Aber wir können sogar tatsächlich noch einen dran setzen. Okay. Wir werden uns dann doch erstmal heilen. Das Ganze wieder nach oben ziehen. Wenn Bild Vision denn möchte. Da. Und setzen da einfach noch einen dran. Wir könnten schon fast einen weiteren Kolben setzen, aber ich denke, das sollte passen. Es ist ja aktuell nur für diesen einen Zweck, aber wir werden uns jetzt erstmal heilen. Sonst haben wir beim nächsten Mal beim Betreten der Fläche ein echtes Problem. Und damit uns das nicht mehr passiert, werden wir jetzt auch ein kleines Sicherheitsfeature einbauen. Dazu brauchen wir einen Sensor. Diesen hier. Den setzen wir mal da hin. Diesen Sensor nehmen wir jetzt mit und setzen den mal hier hin. Wir verstecken den Sensor mal. Setzen den Sensor. Ah, doch. Wir setzen den Sensor hier hin. So. Dann machen wir jetzt das Ganze. Einmal müssen wir hier auf Info gehen. Und sagen Sensorbereiche anzeigen. Und dann müssen wir dem Sensor noch sagen, auf HUD anzeigen. So, jetzt sehen wir hier diesen Sensorbereich. Das ist dieser rote Bereich. Und wenn ich den betrete, wird er grün. Macht und gibt einen Ton ab. Wir wollen diesen Sensorbereich jetzt aber ein bisschen verschieben. Dazu nutzen wir wieder Bild Vision und unsere Spectator Cam. Das heißt, wir wollen nach rechts auf jeden Fall mehr haben. Also rechts in dem Fall ist jetzt hier nach unten. Ich habe den ein bisschen schief gesetzt, aber das macht ja nichts. Wir machen hier mal 10 Meter.
15 Meter. Wo ist denn nach oben? Nach oben ist diese Seite. Hier gehen wir auf 0,1 nach hinten. Das ist, glaube ich, unten drunter. Da brauchen wir auch eigentlich nichts. Nach vorne. Nehmen wir es auf 2,5 Meter. Und bis hinten durch schieben wir das Ganze noch. So. Das heißt, unser Sensor soll Spieler erkennen und nichts anderes. Und wir gehen wieder auf der Spectator-Cam raus. Und müssen diesen Sensor jetzt noch konfigurieren. Das heißt, wir müssen für die Schweißgeräte eine Gruppe setzen. Das ist Basis, Drucker, Schweißgeräte. Und wir suchen jetzt unseren Sensor. Und geben ihm eine Aktion. Dafür haben wir hier Basis, Drucker, Schweißgeräte. Und die sollst du dann bitte ausschalten. Und wenn nichts ist, sollst du die bitte anschalten. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, sollten wir... Sollten die Drucker... die Schweißgeräte jetzt aus sein. Und wir können sie betreten. Und wenn wir das Ganze verlassen, werden sie wieder eingeschaltet. Sieht man hier nicht ganz so gut, aber die leuchten ein bisschen rot. Und wenn ich die betrete, sind sie aus. Somit passiert mir das nicht nochmal, dass ich einfach darauf laufe und quasi von den Schweißgeräten verbrannt werde. Wir können hier nochmal ein paar Blöcke setzen. Ja, können wir jetzt nicht, aber das macht auch nichts. So, das heißt, wir brauchen noch eine Schalttafel für unseren Drucker und wir müssen noch die... Wir müssen noch die Vorlage benennen. Das wollten wir letztes Mal noch machen. Da es jetzt hell geworden ist, machen wir das Ganze einmal. Nehmen unseren Fernsteuerungsblock. Steuern das Ganze. Das heißt... Wir heben das Ganze nochmal an. Das war zu viel. Ich brauche schnell den Steuerungsblock. Okay, das scheint zu halten. Und benenne das Ganze nochmal um. Mobile Verteidigung. Version 1. So, dann machen wir hier draus nochmal ein... Eine Vorlage. So haben wir so eine Blaupause nochmal. Und können das Ganze jetzt wieder absetzen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserem Drucker. Und müssen den Projektor noch auswählen. Müsste dann der Projektor... Habe ich etwa den falschen Block gesetzt? Ja, das ist ein Täuschkörper. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Machen wir das Ganze erstmal wieder weg. Dann können wir jetzt den Projektor auswählen. Suchen den Projektor, das ist dieser hier, nennen den einmal um. Das ist Drucker Projektor. Und laden den Entwurf mobile Verteidigung Version 1. So. Wenn wir das jetzt sehen, da haben wir das gute Stück. Ist aber auf dem Kopf. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt nochmal. Müsste ja wahrscheinlich rollen sein. Das ist richtig. Dann möchten wir das Ganze auch noch ein bisschen schieben. Ein bisschen tiefer setzen.
Jetzt sind wir hier an dem Punkt. Er zeigt jetzt auch an, dass dieser Block gebaut werden kann. Der ist so ein bisschen dunkler. Und das wird nachher der Block sein, den wir wegschweißen werden. Und jetzt müssen wir einmal gucken. Oh. So wollte ich das eigentlich nicht gesetzt haben. Wir müssen das dann noch mal ein bisschen rollen. Nein. Nein. Genau. Na. So, wäre schön. Nun müssten wir es richtig haben. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal nach unten fahren lassen. Die Schweißgeräte dürfen dafür nicht an sein, deswegen betrete ich das Ganze mal. Das sieht gut aus. Das heißt, die Schweißgeräte werden jetzt die Blöcke da zwar schon schweißen, aber das ist nicht so dramatisch. Wir brauchen ein Tastenfeld. Nehmen wir eine 4-Schalttafel. Und die werden wir jetzt vorerst erstmal hier hinstellen oder hier hin. Na. Und sagen, hier sollen die Schweißgeräte hin. Diese dürften jetzt aus sein. Genau. Den nennen wir auch nochmal um. Der wird heißen Druck. Ups. Drucker. Kolben. Können wir hier Drucker eingeben, den Kolben. Das Ganze umkehren. Und wir werden den Kolben jetzt auch nochmal ein bisschen einstellen. Und zwar soll die Geschwindigkeit auf 0,2 sollte eigentlich passen. Wir schalten die Schweißgeräte an. Sagen dem Kolben, er soll umdrehen. Und schon ist es zu schnell. Da kommen die Schweißgeräte nicht hinterher. Zwei ist dann doch zu schnell. Drucker. Kolben. Oh oh. Das Ding ganz schnell mal umdrehen. Das mag der Kolben gar nicht, dass ich ihn jetzt da reingedrückt habe. Versucht aber einzufahren. Oh oh. Das ist nicht gut. Gruseliges Geräusch. Wir müssen unserem sagen, bitte einfahren. Er hängt irgendwo fest. Okay. Puh. Das mochte er gar nicht. Der Kolben war einfach zu schnell eingestellt. Blaupause ist irgendwie auch nicht mehr korrekt. Wir müssen einmal hier die Sensorreichweite wegmachen.
Also, jetzt sollten wir den Kolben auf jeden Fall richtig eingestellt haben. Er mochte das auf jeden Fall nicht, dass er so schnell da unten reingedrückt wird oder überhaupt reingedrückt wird. Wir schweißen das Ganze jetzt hier einmal... nicht schweißen, wir schleifen das Ganze mal zusammen. Schalten dafür natürlich die Schweißgeräte aus. Oder wir schmeißen die Version jetzt einfach mal auf den Schrott. So, geschafft. Schmeißen wir das Ding hier unten hin. Wird nicht ewig halten ohne Solarpaneele, aber das macht nichts. So, das Ganze jetzt nochmal. Wir werden diesem hier kein Script, sagt er. Okay. Das mochte er nicht. Projektor. Drucker. Lassen Projektion aktiviert. Und dann sollte das passen. Ist auch richtig eingestellt. Wir brauchen nur wieder unseren Block hier drunter setzen. Wenn wir denn Materialien hätten. So, den Block setzen wir hier unten dran. Speisgeräte hatte ich ausgeschaltet. Das heißt, wir können unserem Kolben sagen, er soll runtergehen. Der ist noch viel zu schnell. Wir wollen sagen, Kolben. Und sagen 0,05 Geschwindigkeit. Schweißgeräte an. Seid ihr an? Ihr seid an. Okay. Das heißt, wir bewegen den Kolben. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum bist du so zu mir, blöder Kolben? Kolben. Minus 0,08. Und der Kolben bewegt sich. Und die Schweißgeräte legen los. Und ich habe das Feld betreten. Das ist natürlich jetzt schon wieder ärgerlich. Aber das sieht noch gut aus. Ist fast noch etwas zu schnell. Gucken wir uns den Kolben einmal an. Der ist aktuell auf 7. Okay. Das heißt, wir geben ihm die minimale Länge von 7,5. Wäre ich nicht ins Feld gelaufen, hätte das eigentlich auch alles soweit klappen können. Wir setzen den Kolben jetzt nochmal runter. Also die minimale Länge, wie viel er Minimum einfahren darf, gesetzt. Und das sollte ungefähr hier sein. 8,8. Dann sagen wir ihm eine minimale Länge von 8,7. Ja, wäre ich halt nicht weggelaufen, hätte das funktioniert. Ist jetzt etwas ärgerlich. Aber dann versuchen wir das Ganze gleich nochmal. Das Ding ist auf jeden Fall einsatzbereit, hat ein bisschen weniger Panzerung. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir sagen dem Kolben einmal zurück. So, der Kolben geht jetzt auch zurück. Nehmen unseren Fernsteuerungsblock hier. Steuerung, ja. Entriegeln.
und können das Ganze hier... Oh. Ich brauche dringend ein besseres Schiff, um die Geschütze zu transportieren. Das ist wirklich eine sehr heikle Sache. Das setzen wir hier auf die andere Seite. Los. So. Dann sollten wir jetzt nochmal den finalen Test starten. Sollte jetzt aber funktionieren. Wir setzen die Geschwindigkeit vom Kolben noch etwas runter. Und dann sollten wir es haben. So, parken das ganze Ding hier wieder. Da wollte ich hin. Sagen. Dem Kolben nochmal. Erstmal, dass er runterfahren kann. Und dann 0,05. Das sollte auf jeden Fall langsam genug sein. Setzen hier unseren Block wieder drunter. Na. So, schalten das Schweißgerät ein. Ist es schon. Und wir sagen umdrehen. Jetzt gehen wir mal nicht so nah ran. So, was wir natürlich auch noch machen können, ist den Schweißgeräten sagen, anderen helfen. Wieder reingetreten. Ah, ist noch nicht perfekt, aber wir werden das Ganze in der nächsten Folge dann perfektionieren. So ist es wirklich noch nicht optimal. Besonders nicht, wenn ich da immer ständig reinlaufe. Aber das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Das Prinzip sollte dadurch klar sein, aber wir werden hier noch ein bisschen Feintuning machen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie gesagt, denkt ans Liken, Abonnieren und Teilen. Vielen Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.